Schwere Kämpfe in der letzten IS-Bastion. Kämpfer der kurdisch-arabischen Allianz führen ihre entscheidende Offensive gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat in Ostsyrien. Sie stoßen in dem Gebiet um das Dorf Baghuz an der irakischen Grenze auf heftigen Widerstand. Wir können nicht sagen, wie lange diese Schlacht dauern wird. Sie kann 2 oder 3 Tage dauern oder eine Woche. Das hängt von den Überraschungen ab, auf die wir treffen. Es gibt viele Tunnel, Selbstmordattentäter, Minen und Autobomben. Der IS kämpft in seinem letzten Rückzugsort ums Überleben. Die von der US geführten Anti-IS-Koalition unterstützte kurdisch-arabische Allianz belagert Baghuz seit dem vergangenen September. Seitdem haben die Kämpfer tausende Menschen aus der Region herausgeholt. In Baghuz haben sich die letzten IS-Kämpfer auf einer Fläche von weniger als 1 Quadratkilometer verschanzt.